herzlich willkommen zurück bei Steve Fox Halo ODST. Ja, und Shockwave. Und mit Shockwave. Ich hoffe, ihr habt die letzte Episode nicht gesehen. Mein Klick-Scheitern von meiner, ja, von dieser erbärmlichen Leistung. Wir befinden uns jetzt wieder bei unserem Rookie, wieder in der Stadt. Und ja, versuchen mal schnellstmöglich zu dem nächsten Auftrag so gesehen zu kommen. So, da sehen wir eine Waffenkammer. Hier haben wir die Möglichkeit zwischen der schallgedämpferten Uzi, okay, der Pistole oder einem Scharfschützengewehr zu wählen. Im späteren Verlauf des Spiels werden auch kleine Buggy. Buggies, wie auch immer die heißen. Ich weiß nicht, wie man die heißt. Quads, ja, nennen wir sie Quads. Spontan Quads. Quads finden und mit dem macht man wieder richtig Spaß, in der Stadt rumzukugeln. So. Die Fox ist am Plane. Genau, genau. Ich würde mal zeigen, wie man sich nicht blamiert. Hab ich nicht gesagt. Mach du. Mal, wie viel Bier sind das jetzt? Ja, auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Da geht uns mal gut. Das ist schon richtig. Wenn so eine Sirene ist, dann findest du dort irgendwo in der Nähe eine Tondatei. Ja, ich immer nicht. Doch, da war die Sirene. Sobald die Sirene ist, ist dann meistens immer eine Tondatei in der Nähe. Aber hier ist aber gar nicht. Hier oben nicht, aber unten, wo die Sirene ist. In der Nähe von der Sirene, wenn Autos machen, dann ist dort immer irgendwas in der Nähe. Die dürfte eigentlich noch nicht sein. Da ist es. Was vor mir? Nein, noch nicht. Oh, okay, ich glaube, ja. Wir haben es immer noch nicht schneller gestellt, weil wir irgendwie noch nicht dazu gekommen sind, aber... Ja. Genau. Ist auch egal. Muss halt ausreichen. Ich meine, ich kaufe euch das Spiel. Ihr könnt ja das Gamma hochstellen. Genau. Nee. Oh. Stinkt eine Schweinebacke. Yippie-yay, Schweinebacke. Oh, schade. Was mich nervt, ist, dass der Bildschirm rot wird für mich den Prozess. Sobald du getroffen wirst, nicht erst ab einem kritischen Punkt, sondern sobald du getroffen wirst, wird der Bildschirm rot. Und das finde ich, das ist leicht nervig, weil das ist ein... Ja, das Spiel geschehen. Ja, ich bin schon. So, jetzt mal hier ausschalten. Ist da kein Fight mehr da, genau. Ist da wirklich keiner mehr da? Ist ja egal. So, soll ich da durchgehen? Da durch. Gehen wir da durch. Wenn du suchst, dann hochdrücken oder so. Ach ja. Lalalala. Road open. Alles klar, Road open. Was heißt das? Ich kann kein Ende nicht. Nee, ich auch nicht. Ich geh noch immer hier. Ich hätte gerne den Film Eurotrip. Auf Deutsch bitte. Euro. Klar. Ziehen wir uns rein. So sieht es übrigens aus, wenn wir ohne Dämpfer sehen. Jetzt, genau. So sieht es aus, man wenn wir mit Dämpfer. Man sehe nichts. Genau. Hier sieht man, also man sieht genauso wenig wie ihr. Und das ist so ein Meckern, falls ihr sagt, ich sehe gar nichts. Ja, wir sehen genauso wenig. Also eigentlich genauso, also recht wenig. Genau, wir sehen nur die Umrandung von den Feinden. Ist allerdings auch gewollt. Ja. Genau. Seht ihr das da hinten? Wir sehen es genauso wenig. Genau, wir sehen halt bloß einen gelben Kasten, also einen umrandeten Kasten, so gesehen. Und so ist es halt. Wir brauchen noch drei. Da, wo kein Licht ist, kann Lichtverstärker auch kein Licht machen. 300 Meter? Sehr schön. Bei Hunter nichts, oben sind zwei Hunter. Könnte ich klappen. Aber ich gehe... Boah, eine Horde und zwei Hunter. Sehr schön. Ja, da kann ich auch umgehen. Könnte ein Gemetzel werden. Ach, die gehen ja mal an, oder? Die Lichter? Ja. Dann. So, John and Rambo schlägt wieder zu.
Scheiß auf die Hunter, wir gehen durch. Ja. Übrigens, die Hunter sind wichtig. Jetzt sehen sie mich nicht. Ey, man kann es nicht ganz einfach machen hier, wenn man hier durchrennt. Was war da? Keine Ahnung. Verdammt nochmal, Marcus, was ist das für eine Scheiße? Ich hab keine Ahnung. Ah, nee. Ich hab meinen Einsatz verpasst. Ja. Tut mir leid. Ja. Nee. Ich hab keinen blassen Schimmer. Gesundheitsversorgung. Das wird lustig. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, sehr schön. Oh, kein Mut mehr. Egal, wir müssen sowieso da hinten hin. Ey, aber ganz schnell, ja? Ja. Da müssen wir hin. Lauf mit Treppen hier hoch. Aber was mich positiv überrascht ist, keine Kiste. Wie? Keine Truhe, Zelda-mäßig. Öffne eine Truhe und... Dim, 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 dim. Weiß ich, wie deine Musik geht. Okay, warum? Willst du etwas sagen? Wieder etwa die Community verarschen? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich finde Zelda ist auch ein großartiges Spiel, wenn man... Das nicht so laut sagen, sonst wird dein Video gesperrt. Ach ja. Ich sag doch, Zelda ist ein großartiges Spiel. Achso, ja gut. Bei mir wurde das Video gesperrt, weil ich das gesagt habe. Was, das ein großartiges Spiel? Naja, ich hab ein bisschen was anderes gesagt. Achso. Ja, ich meine auch nur, wenn man an Geschmacksverirrung leidet und... Mhm. Na, die ganze Zeit kannst du auf dich schießen, oder? Mhm. Pussy. Ey, ich drück mal, ich drehe euch drauf. Soll ich den Knopf drücken? Soll ich den klar zünden? Ich zünde den Knall. Höre. Wo ist der restliche Betriebssoldat? Erstreut.